Hallo? Hört man mich? Ja, hoffe ich mal. So, hallo, willkommen zurück bei Let's Play Dead Space hier heute an dem, was haben wir heute? Wir haben den 30.06. Der Monat Juni ist fast vorbei und es gibt ein paar Neuigkeiten. Wie ihr ja mitgekriegt habt, habe ich in der letzten Zeit nichts hochgeladen, jetzt außer in den letzten Tagen Minecraft und Need for Speed Underground. Das hat damit zu tun. Mein Abi habe ich bestanden. Jawohl. Ja. Klatschen, klatschen. Klatschi, klatschi. Und mein Abischnitt, falls ihr wissen wollt, ist nur 3,3. Das ist so eine Note, da freut man sich nicht über die Note, sondern da freut man sich, dass man das Abi geschafft hat. Genau. Und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, aber ich labere hier erstmal noch ein bisschen weiter, bevor ich hier weitergehe, weil ich nicht weiß, was da kommen wird. Das Spiel ist ja blind. So, des Weiteren kommt bei mir noch hinzu, dass ich jetzt anfangen werde zu studieren, nämlich Informatik. Ja, das passt gut hier mit dem Isaac, ne? Na fast, der ist ja hier eher Ingenieur, unser Isaac Clarke. Und ich werde Informatik studieren an der Universität Düsseldorf. So, Heinrich-Heine-Universität. Was gibt's da noch zu sagen? Ja, wunderschönes Wetter, was wir letztens hatten, ne? Über 30 Grad war das, glaube ich. Das kann man ja nicht aushalten, wirklich, oder? So. So, jetzt aber erstmal wieder hier. Willkommen zurück. Ich habe das Spiel jetzt wieder mal ein paar Tage, ein paar Wochen nicht angepackt. Und diese Trägheit der Maus. Wie habe ich sie vermisst? So. Ich weiß nicht mehr, wo wir dran waren. Aber wir schauen einfach mal. Der sieht ziemlich tot aus. Und die auch. So. Da müssen wir hin. Ja, das leuchtet so. Das leuchtet cool blau. Geil. Gleich kommt bestimmt aber noch irgendetwas. Ja. Oh. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Ja. Scheiße. Ich glaube, wir haben noch einen weiteren Bossgegner. So, ja, beim letzten Mal haben wir ja hier unseren tollen Otto gegrillt, ne? Und der Otto, das habe ich letztens auch rausgefunden bei einem Dead Space Wikipedia. Die heißen Hunter. Genauso wie alle anderen Viecher irgendwelche Namen haben. Die habe ich gerade allerdings nicht im Kopf. Wer sind die eigentlich alle? Die gehören alle auch zur Ishimura? Aha. Aha. Yeah, Turban-Typ ist geil. Turban-Typ ist awesome. Aufzug, bitte. So. Aber jetzt habe ich den Faden endgültig verloren, was wir machen müssen. Der eine Typ, der uns ja hilft. Von der VIP-Lounge. Der ist ja... hier sieht, glaube ich, blutiger aus als beim letzten Mal. Der ist ja jetzt hier in diesen tollen Flieger da reingestiegen. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir hier weiterkommen, ne? So. Tap, 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 dup, di, dup, dip. Was war da? Das war nur die Tür. Oh ja. Vorhin erstmal direkt wieder erschreckt, das ist doch wunderbar. Willst du mir jetzt nicht sein, dass das der kranke Doktor war, oder? Aber der macht eine coole Übung. Auf jeden Fall. So, du hast nichts gedroppt. Das ist schade. Was? Ich habe keine Munition mehr dafür. Ich weiß dann, was wir machen können, liebe Kinder. Ja, der Gregor ist wieder am Steuer. Das hat doch eine Zeit lang wieder gedauert, dass der hier ist.
Wie ich gerade im Inventar sehe, haben wir nämlich viel zu viel Strahlenmunition. Ach, und ich merke wieder, wie diese Stimme auf die Bänder geht, hier auf die Stimmbänder, ne? Ja. Ja, ich kann ja gar nichts mehr machen außer das Teil hier. So, krieg ich ein Achievement, wenn das voll ist? Ey, voll geil hier. Überall Achievements letztens, ne? Ah, liebe Leute. Ja, hier bei der Xbox 360, ne? Mal sagen. Gibt's überall Achievements, weißt du? Ja, ich habe letztens The Darkness gespielt. Das war ein Schmaus. Ah, kommt schon. Ah, das Kapitel ist zu Ende, wa? Ja, habe ich mir einen super Zeitpunkt ausgesucht, um hier weiter zu spielen. Ja, kommt. So, damit wäre das Kapitel nun auch zu Ende. Kapitel 10, das Ende aller Tage, ist abgeschlossen. Wisst ihr auch Bescheid? Wollte speichern, ja natürlich. Gregor speichert in jeder Situation, in der es nötig ist. So, mir wurde gesagt von meinem kleinen Bruder, dass im Kapitel 11 etwas Wichtiges versteckt ist. Etwas sehr Wichtiges. Was es ist, weiß ich nicht, aber ich sollte es finden. In Kapitel 11, alternative Lösungen. Wir fliegen, nein, wir fahren zum Flight Deck. So, und ich brauche auf jeden Fall etwas zu trinken, weil die Stimme, das kratzt richtig im Hals. Ja, das tut gut. Aber direkt weiter reden. Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Hier, ich habe hier so zwei Neffen. Neffen heißen sie. Das sind die zwei Söhne von meinem großen Bruder. Die sind halt gerade heute hier zu Besuch, ja? Und, mir ist da gerade erst aufgefallen, wie degeneriert die Menschen eigentlich sind. Von Anfang an. Weißt du, so, ich glaube, der ist gerade 3 Jahre alt, ne? Und der malt seine Finger schwarz an und sagt, guck mal, voll geil. Boah, ey, das erinnert sofort hier an Hausmeister Krause und seinen Sohn hier, der Tommy, ne? Boah, ey! Guck mal, schwarzer Finger! Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttlehandel. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Ja, okay, dann wissen wir jetzt zumindest, was zu tun ist. Warum ist es eigentlich ganz schwarz? Aber da hinten irgendwie, glaube ich, auch, ne? Ja, also aufgebaut haben wir das nochmal. Aber wir haben einen Shop hier in der Nähe, das ist schön. Au, rück! Kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Gesprächsthema. Also Kleinkinder. Die Menschheit, die ist doch eigentlich so degeneriert. Die ist doch so dumm, so... so schleimig. Kleine Babys sind immer am Sabbern und... Ach, herrje. Wisst ihr, eigentlich haben wir genügend Geld. Von daher holen wir uns mal den Ripper. Die Laserkanone kennen wir ja bereits, oder? Ja. Das ist zu teuer. Das ist auch zu teuer und zu scheiße. So, holen wir uns meine Ripper einfach, weil wir können. Ripper klingen. Ah, verkaufen wir erstmal. Nein, weg, das nicht. Da, das bringt Geld, das brauchen wir. So, Ripper klingen. So, und der Gregor hat ein neues Spielzeug. Ja, das ist. Hier der Ripper. Ja, und kaputt hier, ne? So, und das alternative Feuermodus. Peng. So, und ich denke, diese Waffe kann man auch sehr gut für das zweite Durchspielen benutzen. Eben wegen dem
ersten Feuermodus, habt ihr gerade gesehen. Ich kann die Klinge bewegen, Kinder. Das macht doch Spaß. Ja. Leider scheint die aber nicht unbedingt schnell genug zu sein. Daher nehmen wir wieder unsere große Wumme. Na, da kommt doch bestimmt irgendwann wieder die Sau. Ach, wie sehr habe ich dieses Flair vermisst. Wie lang war ich nicht mehr hier? Hey Leute, da ist jemand kacken. Na, Scheißhalle. Niemand hier. Dann bist du hier, du Scheißkerl. Im wahrsten Sinne. Kein Scheißkerl. Interessant. Ah, die haben Ripperklingen bekommen. Das ist super. Die können wir benötigen. Die können wir gut gebrauchen. Ah. Ja? Komm schon, ich höre dich. Wieso liegt da wieder eine Kiste? Was? Ach, das. Und noch mehr Ripperklingen. Kommt! Benutzen wir doch mal unser neues Spielzeug. Na? Wer war das denn? Na, dich treffe ich. Haha! Klappt doch! Wunderbar, und jetzt runter ins Getümmel. Probieren wir das Spielzeug aus. Ripper klingen. Na? Leute, das Spielzeug gefällt mir. Es macht richtig Spaß. Our aim, no accidents. Ja. Yeah. Habt ihr nicht so ganz geschafft. Naja. So. Das sieht wirklich aus wie der Frachtraum. Ha. Na. Schauen wir uns erstmal um und machen unser Inventar mit allem voll, was wir finden. So, volle Lebenspunkte haben wir. Ach, je. So. Frachtsteuerung aktivieren. Fracht bergen. Na? Ui! Ui! Jackpot! Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesenmodul benötigt. Jackpot, liebe Kinder! Da haben wir's! Na! Schap! Oh, shit! Oh, shit.